Ja, also mein Fazit vom Agile Day ist, dass wir beobachten konnten, dass eben die Leute, glaube ich, schon alle gerne agile Softwareentwicklung einsetzen möchten. Es ja auch immer mehr Firmen tun. Wir haben ja auch Berichte gehabt von Firmen, die das erfolgreich tun, weil sie eben insbesondere von den Vorteilen profitieren wollen. Also ein Vorteil, über den es ja hier mehr im Detail auch ging, war Time to Market. Aber das ist nur einer. Es gibt noch andere Vorteile, die agile Softwareentwicklung haben. Und dann ist aber immer die spannende Frage, was ist jetzt tatsächlich die geeignete Methode? Also ist es eher sowas wie Scrum? Ist es sowas wie Kanban? Welche Anpassungen brauche ich? Oder brauche ich eigentlich eher Produktinnovation und müsste sowas wie Lean Startup irgendwie mehr einsetzen? Und gleichzeitig gibt es da eben auch die Fragen von, in was für einem technischen Umfeld mache ich das dann eigentlich? Nehme ich alle Teammitglieder mit und schläft irgendwann Agilität ein? Oder wie sorge ich dafür, dass das irgendwie lebendig bleibt? Und dafür hatten wir, glaube ich, irgendwie ein gutes Programm. Am Abschluss noch ein Panel, wo es eben viele Fragen gab, wo es auch die klassische Frage gab, wie macht man das nun mit Agil und Festpreis, auf die es irgendwie keine so richtig befriedigende Antwort gibt. Aber ich glaube, dass die meisten Teilnehmer hoffentlich für sich was mitnehmen konnten, um erfolgreiche agile Softwareentwicklung einzusetzen.